So, Hallöchen. Ja, ich habe mal mein Pausenbild, also mein Bild für die Fenstermodus, mal auf mein Pausenbild geändert, damit da nicht immer so viel Verwirrung zwischen dem Startbild entsteht. Ja. So, egal. Wir machen aber mal mit dem weiter, was uns interessiert, und das ist ETS. Meine Kamera überleuchtet schon wieder extrem. Ah, da war jetzt kurz hier. Ah ja, machen wir hier. Machen wir ganz kurz hier meine Kamera mal, ganz kurz. Ne? Kamera, 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 Kamera. Perfekt. Nicht ganz. Ah, das sieht schon besser aus. Ja, viel besser. Let's go. So. Level 11. Ey, aber bei der langen Strecke, da müssten wir ja wirklich XP-Explosionen bekommen. Das ist ja hier. Also, wenn das kein Experience Shepard, ja. 27.000 Euro bekommen wir immerhin. Das mag jetzt viel sein oder nicht, keine Ahnung. So, es ist draußen Nebel. Was gerade ein Donner? Ist das Gewitter? Wir fahren los. Wow. Okay, dann werde ich wahrscheinlich doch gleich die Ringschirme an, die Scheibe anmachen müssen. Boah, guckt euch das an. Holy Mother of God. Alter, wie. Oh mein. Oh, ja, tatsächlich Gewitter. Okay, wir fahren mal zum Aussichtspunkt und genießen mal die Aussicht. Achso, muss ich andersrum reinfahren. Also einmal hier wenden. Nicht zu eng, weil mein Hänger ja ausschwenkt. So ungefähr. Ah, das sieht gut aus. Kommen wir überhaupt wieder raus? Nee, ne? Hafen von Ventspils. Was auch immer das für ein Ort ist. Da mit dem Regen, mit dem Nebel und mit dem Donner ist schon geil. Wobei der Regen vom Sound her schon ganz schön leise kommt. Das war's schon? Okay. Kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, sieht gut aus. Unmöglich, machen Sie eine Kehrtwende. Würde ich ja gerne. Ich muss auf den Hänger aufpassen. Der schwenkt ganz schön aus. So. Okay. Ich darf hier 80 fahren? Bitte was? In deinem Traum vielleicht. Also ich habe hier gerade, ne, fürs Protokoll, habe ich hier gerade, achso, sieht man hier links, da habe ich gerade Radiant Top auf, ne, für die CPU-Auslastung. Und die CPU-Auslastung sagt gerade mal 80%. Ah, zwischen 70 und 80%. Und trotzdem stockert die Ausgabe bei OBS. Das ist sehr interessant. Demnächst links abbiegen. Ah ja.
Weil ich dachte schon, dass vielleicht meine Grafikkarte doch zu ausgelastet ist, aber offensichtlich nicht. So. Achso, wir müssen ja eh nach links. Biege nach links ab. So. Ach ja. Oh, das ist wieder gut. Let's go. Lassen Sie mich vor? Wieso das denn? Weil ich ein Schwertransporter bin oder wie ein Programmierfehler? Da ist eine Schranke. Ach, das ist so eine Hebebrücke. Lol. Oh, wie geil ist das denn bitte? Oh, wie krass. Oh, guck mal, da hinten ein Schiff. Oh my goodness. Ey, die Gegend ist ja geil. Alter, what the fuck? Das sieht ja mal geil aus. Oh, sieht das krass aus. Holy Mother of God. Gut, ich meine, echte Brücken heben und senken sich langsamer. Die ist schon verdammt schnell. Ja? Obwohl, vielleicht ist die Wirklichkeit auch so schnell, aber normale Brücken machen es doch etwas langsamer. Krass, Alter. Wie geil. So. Da warten wir mal, bis sich wieder hebt. Nee, nee, lieber nicht. Das kann ich mal privat irgendwann machen. Aber keine Ahnung, wie häufig die sich jetzt hier öffnen. Nicht, dass ich jetzt hier 3 Stunden warte. Das wäre ja auch ein bisschen traurig. Boah, Alter, diese Blitze, Alter. Woo. Ist schon krass. So, hier müssen wir wieder raus. So. Also hier schon mal nicht, hier ist gesperrt. Okay, alles frei. So, wir haben noch 280 Kilometer vor uns. 218. Let's go. Würde ich hier bei dem Regen und bei dem Nebel wirklich mit 80 lang fahren? Ah, ich weiß ja nicht.
Hä? Ach, jetzt habt ihr nur 50 fahren. Jetzt wieder 8. Achso, wie die Bahnübergang. Ah, okay. Ja, verstehe. Sorry, aber bei dem Nebel kann man Verkehrsschilder nun mal nicht so gut sehen. Noch ein Grund, weswegen ich hier nicht mit 80 langfahren würde. Ah, wobei die Straße geht ja einigermaßen. Alter. Das sieht schon geil aus. Das sieht schon geil aus. Oh, da vorne ist ein Auto. So, nach dieser Mission, wenn wir dann aber auch erstmal wieder tanken gehen. Schon wieder Bahnübergang. Wie geil ist das denn bitte? Oh. Oh, 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 oh. Oh, Alter, wie schnell gehen die Schranken runter? Links oder rechts da? Die Brücken gehen ultra schnell rauf und runter. Die Schranken gehen da sowas von schnell runter. Wenn ein Mensch drin wäre, der würde ja komplett erschlagen werden. What the fuck? Also, das hätten sie ruhig ein bisschen realistischer machen können, ja. Ich meine, Gamer sind jetzt nicht so ungeduldig, dass den da... So, mach eine. Sonst hätten die jetzt gar keine Ampel einbauen sollen. Und Schranken und Brücken. Ja, also wenn man sowas schon einbaut, dann meinetwegen auch richtig schön langsam, wie es auch im echten ist. Denn das erhöht nochmal das Feeling, weißt du? Dieser Nebel. Ja, siehst du? Sowas wie Nebelscheinwerfer gibt es hier aber auch nicht, ne? Gibt's nur unsere Weitscheinwerfer. Und die bringen hier nicht allzu viel. Naja. Tja, jetzt gerade ist das Bild bei OBS wieder komplett stockerfrei. Immer geradeaus. Ah, keine Ahnung. So. Volle Fahrt voraus. So. Oh, schöne Gegend hier. Gut, wenn es nicht so neblig wäre, wäre es noch schöner, aber auch so sieht es schon geil aus. Alter, guckt euch das an. Das ist doch ein Traum, diese Grafik. Oh, nein, der Nebel verschwindet. Nein. Was habt ihr getan? Wir müssen den Nebel wieder einholen. Wir müssen schneller fahren. Oh. Hört auch der Regen auf? Ja, der Regen hört auch auf. Okay. Na gut. Dann ist das so. Wow. Immer geradeaus. Schöner Wald. So, da vorne müssen wir nach rechts. Ach, jedes Mal ist die falsche Ansicht da. Ich glaube, wir sollten einfach ohne Ansicht spielen. So.
Straße frei, sehr gut. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Das sagst du. Klaut mir einfach die Vorfahrt, die Clubs, ja. Nimm diese Ausfahrt. Fass ein Huso-Sohn. Düsenjet? Lol. Fliegt einfach mal so ein Privatjet lang. Wie krass ist das denn bitte? Guck mal, komm mal, davon ist der Jet schon wieder. Der dreht hier seine Runden. Hier ist die IFA. Lol. Bitte links halten. Da ist ja noch ein Jet. Ey, hier ist der, aber. Jetzt wirklich die IFA, kann das sein? Oh, wir fahren 80 fahren. Oh, da, wie viele, so ist ja hier. Ist hier gerade Rush Hour oder was? Da geht immer gar nicht. Wieder nur 70, 80, 70, 80, wieder nur 50. Och, leck mich doch. Die wollen mich alle ärgern. Zweite Ausfahrt nehmen. Ich fahre jetzt nur noch 30, dann ist der Feierabend. Ausfahrt. Nee. Die Kamera ist überall beschissen. Ja, ist überall beschissen. Oh, da ist ein Unfall. Wollen wir mitmachen beim Unfall? Let's go. Spaß. Ui, was ist denn hier? Eieieiei. Ach komm, weißt du, wo ist der? Ach da. Ich bremse und auf einmal fährt der LKW rückwärts. Was ist denn da los? Wasserkraftwerk Riga. Okay, cool. Not bad, not bad. Pustet der Umlaub weg? Wie kommt der Umlaub hin? Hä? Oh, das ist ein richtiger Staudamm. Okay, that's not bad. Alter. Oh ey, ich will dieses Spiel will ich als Train Simulator haben, mit der Grafik. Digga, man könnte aus dem Spiel einfach alles machen, es würde einfach alles geil aussehen. Du könntest daraus einen Schiffssimulator machen, einen Train Simulator, einfach alles, mit der Grafik. Grenzenlos. Heilige Scheiße, Maria Gottes. So, wir kommen jetzt hier wieder raus. Da könnte ich wenden. Ah, vielleicht mit dem Auflieger ein bisschen eng hier. Ah. Komme ich da hinten raus? Da hinten. Ja, ich komme da hinten raus. Okay, let's go. Oh,
Alter. Schöne Oldtimer hier. Guckt euch den an. Der ist ja schnieke. Blöde Mikrofon hier. Nicey dicey. Oh, that's not bad. Also schöner war. Besser als der weiße hier vorne. So, wir müssen gucken, dass mein Auflieger nicht so sehr ausschwenkt hier. Ah, ganz schön eng hier. Okay, also kannst was. So kannst was werden. Straße ist frei. Okay, let's go. Sieht gut aus. Jawohl, ja. Passt doch. Nice. Oh, da vorne dürfen wir wieder 70 fahren. Sehr gut. Boah, die Gegend sieht aber auch schon geil aus. Okay, wieder 50 mit Kreisverkehr und so. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Okay. Dann tun wir dies. Nimm diese Ausfahrt. Du ja. Boah. Alter. Was Aussicht hier, Boys and Girls, ey. Das ist ja krass korrekt, ist das ja. Oh, Alter. Okay, das ist echt geil. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Wieso darf ich jetzt bei dem Kreisverkehr 80 fahren? Nimm diese Ausfahrt. Muss ich das verstehen? Nee, ne? Links frei, sehr gut. Da komm mal hin, oder ich fahre dir auf. Hä? Aber darf ich nur 70 fahren? Upsili. Ja gut, aber der fährt nicht mal 70. Und da vorne ist rot. Und davon ist unser Ziel. Aha. Sehr nice. Und es wird grün. Auch sehr nice. Immer geradeaus. Ah, OBS stockert schon wieder. Ist doch gar nicht. Ah, nee, halt. Da muss ich noch nicht abbiegen. OBS ist echt ein Fluch und ein Segen zugleich. Rechts halten und dann rechts ab. Was sind hier für eine Kabellage? Von den Omnibusse? Oh, scheint so. Ach, Straßenbahn. Hä? War Straßenbahn? Ach, hier ist ein Abzweig. Ah, okay. Komm, fahr mal die Straßenbahn. Follow me. Follow me. Into the darkness. Kann man wer diesen Blinker hier ausschalten? Wer? So. Jetzt aber. Oh, diese Straßenbahn. Oi. Wie geil ist die denn? Ach, das ist eine Schlaufe. Lol. Aber das hier war aber ja schon schnell rumgefahren durch die Schlaufe. Ich werde doch locker entglissen. Ja, hupt mal nicht so.
korrekt, Alter. Nice. Finde ich cool. Biege nach rechts ab. Du ja. Immer geradeaus. Ach, ein Jobcenter. So, auf der kleinen Nebenstraße dürfen wir 80 fahren. Sehr schön. Biege nach rechts ab. Weißt du, du darfst ja 80 fahren, aber ein Zebrastreifen. Klaro. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh. Wir sind fertig. Da hinten will ich den hinhaben. Okay. So, da. Mal gucken, wie viel XP wir bekommen. Gar keine? Hä? Achso, ich habe übersprungen. Ups. Okay, wir sind auf jeden Fall am nächsten Level. Wir sind Level 12 und auf gutem Weg zu Level 13 sogar schon. Not bad. So, was wollten wir nehmen? Wir wollten immer erstmal hier die beiden nehmen, ne? Das heißt, ich brauche erstmal dich hoch, oder? Ah, nee, wir wollten erstmal hier oben die Dinger nehmen. Ich bin verwirrt. Doch, genau, wir wollten erstmal hier oben die Dinger nehmen. Ach, scheiße, wenn man nur einmal in der Woche aufnimmt. So, dann haben wir einen Aufträge. Und von hier aus können wir jetzt weitermachen mit Wow. Ja, ist doch cool. Jetzt wieder zurück. Nee. Da geht's nach oben. Will ich jetzt auch nicht unbedingt. Geht ja alles nach oben. Ja, gut, das geht ein bisschen nach unten. Aber ich sehe es auch nicht. Oh, eine Lokomotive. Oh mein Gott. Okay, sorry, ihr habt mich überzeugt. Das geht so einigermaßen nach unten. Vor allen Dingen, es ist eine Lokomotive. Also, wird okay, da sind wir jetzt vielleicht nicht ganz so ideal für 61 Tonnen. Heilige Scheiße. Vielleicht keine so gute Idee. Ich speichere mal vorher, ja? Nein, das war falsch. Halt, Hilfe, da. Also, wir wollten ja eh schlafen gehen, ne? Wir sind ja schon wieder schlafen gehen und tanken gehen. Da vorne ist zum Glück eine Tankstelle. Da so ungefähr. So. Dann machen wir es auch ganz auch mal. Ohne Auflieger beschleunigt der LKW auf einmal so stark. Was ist denn los hier? Ach, siehst du, wir haben ja auch Level 12 erreicht, ne? Das heißt, wir können irgendwelche neuen. Bei Level 12 gab es irgendwelche neuen Teile, die ich unbedingt haben wollte, ne? Ich hatte zwar mittlerweile keine Ahnung mehr, welche Teile, aber hey. Obwohl, das müsst ihr doch hier sehen. Neue Ausrüstteile. Ja. Eine fucking Rundumleuchte. Ja, okay, Midlift ist jetzt nicht so geil. Okay, mehr nicht. Aber das war wahrscheinlich wirklich diese Rundumleuchte hier, die ich haben wollte unbedingt. Cool. Tja, viel mehr gibt es hier aber auch nicht. Ja, ist Midlift. Hä? Zweimal Midlift? Hier Midlift? Achso, für den FH Classic und für den FH. Okay. Oh, Auspuff Flow. Für den Flow Wider. So. Können wir mal reingucken, ne? Oh, bremst doch mal. Stopp jetzt hier aus. Holy moly. Yeah.
Och nö, wer geht mit der Schussstange fest, ne? Hallo, Kamera, Kamera, Kamera. Ne, wir hängen gar nicht fest. Hä, wo sind wir denn fest? War ich schon voll mit dieser Dämon. Verbrennt es, bevor es Eier legt. Oh, was war das denn für eine Aktion? Alter! Holy Mother of God. Ja, klaro. Ist nicht der... What the fuck? Alter, Digga. Was ist los mit dem? Okay, nee, komm. Das war ja... Also, wenn wir wissen, dass wir mit dem dagegen fahren, okay, okay, das hätte ich auch bezahlt, ja? Aber das jetzt hier, das ist ja mehr, als wir haben. Es ist ja, wow. Nee, da müssen wir leider neu laden. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Alter, was war das denn für eine poetische Vorführung der Fähigkeiten dieser Physik-Engine? Wir sind hier? Hat die nicht gespeichert? Hat doch gespeichert gehabt. Laden. Laden. 13.05 Uhr? Oh, das ist schon ein bisschen her. Gut, dann muss ich mal gucken, was die Auto-Save-Game, die Auto-Game, was die Dinger hier sagen. Laden. Hatte ich nicht gespeichert gehabt? Ach nee, ich wollte speichern und dann ist mir eingefallen, dass wir erstmal tanken gehen wollten, ne? Ah, okay. Er hat aber sehr günstig gespeichert. So, jetzt aber Save-Game hier. Geht auch. Wie ist der Zustand eigentlich jetzt? Oh, auch so ist ja schon ganz schön. Eieieiei. 5000. Ist ja mehr, als wir gerade verdient haben. Ist die Werkstatt und so. Ach, es war gar keine Werkstatt, war ja bloß tanken und Dings, da ist ja keine Werkstatt. Könnte ich ja den LKW gar nicht auftüren. Gut, da unten wäre eine, aber bis dahin fahre ich jetzt gerade nicht wirklich Bock. Das ist ja sad. Ja gut, dann also doch bloß tanken und schlafen. Okay. Ja, was ist denn hier los? Die Ampel blinkt. Nee. So. Was? Achso, Kredit schon wieder. Siehst du, wir können gleich mal gucken, hier wie ein Kredit einlösen. Den zum Beispiel. Wobei, den kann ich nicht mehr. Wie viel haben wir denn überhaupt gerade? Wir haben... Steht irgendwo mal mein Gehalt? Da, 48. Ui. Ja, dann kann man nicht mehr wirklich tanken, oder? 47. Eieieiei. Eieieiei. Oh, okay. Wir haben noch 2000. Für eine Ladung Tank sollte das reichen. Ich sehe jetzt gar nicht, wie viel wir überhaupt tanken. Und da unten, die Preise gehen auch nicht hoch. Schade.
Da unten ist ja so, ne? Aber die Preise, die gehen auch nicht wirklich weiter. Was ist das für eine Sprache? Ist das wie in Russland? Interessant. So, wir haben noch 1000 Euro. Eieiei. Gut, also damit geht der Aufrüsten sowieso nicht mehr, ne? So, machen wir mal hier langsam wieder. So, siehst du, wir können ja gleich mal hier gucken wegen Arbeitsauftrag. Aufträge. Ob es jetzt, was jetzt so gibt, so für Sachen. Das Boot? Nein. Das Ding geht direkt nach Russland. Ich würde aber gerne weiter nach unten fahren. Das Ding geht nach unten, okay. Oh, ich schicke Kran. Geht auch noch oben. Gibt es hier nichts, was nach unten geht? Nö. Ja, gut, die beiden gehen nach unten, aber. Tja, ich meine ganz ehrlich. Wollen wir nach Russland? Schön mit der Lok? Ich weiß nur nicht, ob die halt nicht doch zu schwer für uns ist. Ich meine, es sieht schon sehr verlockend aus mit der Lok dann, ne? Aber. Wollen wir das wirklich? Man lebt nur einmal. Let's go. Lass uns loslegen. So. Halt beim Brot. Biege nach rechts ab. Geradeaus. Oh, Alter, wie die Straßenbahn aber lang saust, Alter, ist ja schon echt. Echt ein bisschen sehr Rechtzeitig und heftig. dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich könnte auch voll da hinten abbiegen. Sind die dumm? Ja, nö, ich fahr geradeaus weiter. Da sieht man nämlich so ganz leicht da hinten. Da. Dass ich da hinten noch lang fahren kann. Hoffentlich. Mal gucken. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Müll erzähle. Ah, doch geht. Jetzt habe ich da 2 Punkte gemacht. Hilfe. Auf geht's. Naja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ach, was, wenn Kein nicht? Problem. Ich finde eine neue Route. Okay. Die gibt sich ja schnell geschlagen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Auf weil alle 90. Wollte ich in die Straßenbahn. Was mit dem los? Tomaten auf den Augen oder Immer Zigaretten in den Ohren? geradeaus. Wie weit ist die Strecke eigentlich? Achso, da vorne schon. Okay.
Nicht, dass jetzt die Folge zu lang wird, weißt du? Also zu lang ist ja sowieso, aber nicht viel zu lang. Also dass du irgendwo im Rahmen hält. So viel zum Thema 30 Minuten Folgen, ne? Na komm, fahrt schon hier, was ist denn los hier? Machen die einfach mit auf der Kreuzung Mittagsschlaf. Ich guck's ja. Ja, Leute, jetzt 80 erlaubt, ja? Ich hoffe, das wisst ihr. Immer geradeaus. Sehr, sehr geil. Immer wieder, ne, gleiche, mit den Reifen und der Lackierung sieht das Ding wirklich aus wie so ein Rallye-Truck. Ja, ist schon krass. Ah, das Vorder wird auch schon wieder. Ah, ne, der wird gerade grün. Okay. Dachte gerade schon, die wird jetzt immer rot, wenn wir da ankommen. Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Los, fahrt auf grün. Los! Biege nach links ab. Wow. Guck, sogar Güter vollkommen. Oh, wie geil ist das denn bitte? Holy moly. So, wo ist der Wagen? Der Wagen ist irgendwo da Rechts hinten. abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, überall so schöne Gleise hier. So, der Wagen ist wo genau? Biege nach rechts ab. Also, ich muss jetzt mal rein. Das war eine schöne Fahrt. Der Mann blöd auch. So, Aufträge. Auftrag annehmen. Wir werden sowas von hart sterben. Ich speichere mal an der Stelle. Nochmal. So. Bam. Aufträge annehmen. Fortfahren. Zeit zu gehen. Wir werden hart sterben. So, der Wagen sollte hier irgendwo sein. Sehe ich das richtig? Ach da. Ganz hinten in der Ecke eingeklemmt. Boah, Alter, guckt euch diese Lok an. Los. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter und verfrachten die Lok mal zu ihrer Destination.
Ja. Und dann sehen wir uns dann, wenn es dann heißt dann und dann wieder. Ne? Und wenn nicht, dann halt nicht. Bis dann.